Und deinen Eltern dir immer gesagt hat, das musst du machen, das musst du machen, dies hier musst du machen. Ich hatte immer das Gefühl, ich möchte gerade das Gegenteil tun. Aus Trotz, aus Resignation, aus Frust, endloses Nörgeln, Erinnern, Fordern, Befehlen. Das ist die Realität, in der wir Eltern leben. Und die Kinder müssen sich den ganzen Tag anhören, was sie zu tun haben. Und das ist die Realität, in der die Kinder leben. Das Problem ist, niemand mag es, herumkommandiert zu werden. Sogar wenn ich irgendwas tun möchte und jemand sagt mir, du musst es tun, möchte ich das nicht mehr tun. Hier kommen 9 Tipps, wie dein Kind tut, was es tun soll. Tipp Nummer 1, verspielte Eltern. Sei spielerisch. Das Problem ist, dass wir Eltern die meiste Zeit in diesem Elternzustand verbringen und die Kinder sind in dem Kinderzustand. Insgesamt gibt es 3 Zustände. Erwachsenerzustand, Kinderzustand und Elternzustand. Und die Kinder sind die meiste Zeit in diesem Kinderzustand und wir eher in der Elternrolle. Wir geben Anweisungen, Befehle, mach das, was du tust, wir sind Erwachsene. Geh auf das Niveau des Kindes und geh in diesen Kindeszustand. Das wird deinem Kind sehr gefallen und es wird auf jeden Fall motiviert sein, das zu tun, was es tun soll. Technik Nummer 1. Leblose Objekte können auch reden. Du kannst deine Stimme verstellen und so tun, als ob. Hier bin ich, ein kleiner einsamer Schuh. Mir ist es so einsam und kalt. Kannst du bitte deinen warmen Fuß in mich hereinstecken? Da bin ich, eine kleine Spielkiste in der Ecke und ich habe so einen Hunger. Kannst du mich mit deinen Legosteinen füttern? Ich mag besonders die grünen, die knusprigen. Füttere mich bitte. Die Zahnbürsten können sprechen, die Kleidung kann sprechen, egal was du so gerade für eine Aktion hast, was das Kind machen soll, alles kann plötzlich aufleben und einen Charakter annehmen. Das wird ein Lächeln aufs Gesicht deines Kindes zaubern und er wird auf jeden Fall motiviert sein, etwas zu tun. Verwandle eine langweilige Aufgabe in ein Spiel. Anstatt zu sagen, steig jetzt ins Auto. Wie oft kann ich dir das sagen? Kannst du deinem Kind sagen, wir müssen jetzt ins Auto gehen, aber wir gehen nicht. Wir werden heute hüpfen. Anstatt zu sagen, jetzt sofort Pyjamas anziehen, wir gehen jetzt ins Bett. Kannst du sagen, ich frage mich, ob du heute den Schlafanzug mit den geschlossenen Augen anziehen kannst. Und was bei uns super funktioniert, also das ist meine Technik momentan, es ist immer schwierig, vom Spielplatz nach Hause zu gehen oder vom Kindergarten ins Auto, vom Auto nach Hause und so weiter, diese Übergänge zu machen. Und was wir machen, wir stellen uns vor, wir sind heute Schmetterlinge. Und dann fliegen wir wie Schmetterlinge nach Hause, ins unser Haus. Unser Haus ist eine schöne Blume. Oder wir stellen uns vor, für Andreas auf jeden Fall funktioniert ganz gut, wir sind heute Flieger. Wir sind heute tolle Flieger und wir haben einen Flughafen. Unser Haus ist das Flughafen und wir fliegen nach Hause. So hüpfen wir wie Hasen, fliegen wie Flieger oder wie Schmetterlinge nach Hause. Die Leute draußen amüsieren sich, aber mir ist es egal. Wir hüpfen gerne nach Hause und das funktioniert. Nächster Tipp ist, das Kind selbst entscheiden lassen, anstatt zu bestimmen. Darüber habe ich schon in meinen anderen Videos gesprochen, wie wichtig es ist, vor allem kleinen Kindern Wahlmöglichkeiten zu geben. Möglichkeiten zu geben, selbst Kontrolle über eigenes Leben zu übernehmen und bestimmen zu können, wie bestimmte Sachen abzulaufen sind. Anstatt zu sagen, steig jetzt ins Auto, kannst du wieder fragen, möchtest du ein Spielzeug für die Fahrt mitnehmen oder ein Snack? Möchtest du bei der Fahrt Kinderlieder hören oder Audiobücher? Anstatt zu sagen, Schlafanzug anziehen, wir müssen jetzt ins Bett, kannst du deinem Kind eine Wahlmöglichkeit geben? Möchtest du noch 5-mal oder 10-mal hüpfen, bevor wir Schlafanzug anziehen? Und dann zählen wir ganz laut zusammen. 1, 2, 3, wow, du warst ja so hoch. Das motiviert das Kind mitzumachen und motiviert das Kind natürlich schneller Schlafanzug anzuziehen.
Und da geben wir unserem Kind die Botschaft, ich sehe dich wie eine Person, die selbst Entscheidungen treffen kann und eigenes Leben bestimmen kann. Und das ist ein sehr wichtiges Gefühl für Kind, vor allem Kleinkind, der dieses Selbstwertgefühl gerade lernt. Und wenn du ihm diese Möglichkeit gibst, wird er auf jeden Fall kooperativer sein und motivierter sein. Nächster Punkt, ein Wort. Sag nur ein Wort. Zum Beispiel, anstatt zu sagen, häng bitte deine Jacke auf den Haken, kannst du sagen, Jacke. Das Kind überlegt, was heißt Jacke, was meint die Mama? Ah, die Jacke liegt auf dem Boden, ich muss die Jacke aufhängen. Kannst du einfach sagen, Schuhe. Anstatt zu sagen, zieh jetzt bitte deine Schuhe an, wir müssen jetzt gehen. Zieh bitte deine Schuhe an, wir sind zu spät. Zieh die Schuhe an. Kannst du einfach ein Wort sagen, Schuhe. Andreas, Mütze. Mütze. Zu Mama? Wo haben wir Mützen? Dankeschön. Ja, super. Jetzt ziehst du dich aus. Jacke. Jacke. Где крючок? Сейчас я помогу тебе найти. Вот там крючок висит. Там висит. О, hier sind so viele Jacken, ha? Давай, мама поможет. Во. Anstatt von einem Wort kannst du eine Geste zeigen. Zähne putzen, Hände waschen. Das funktioniert manchmal auch. Und sehr, sehr wichtig bei diesem Punkt, nicht ein Verb zu sagen. Also du sagst nicht sitzen. Aufstehen, still sein. Das sind eher wie Kommandos, die man einem Hund geben würde. Also es ist wichtig, Substantiv zu nutzen. Jacke, Zahnbürste, Schlafanzug. Information geben, das ist auch sehr, sehr powerful, also ein gutes Tool zu sagen, was passiert, wenn. Ja, du beschreibst einfach. Wenn du die Finger in die Steckdose tust, kannst du einen Schlag bekommen und das ist sehr gefährlich. Anstatt zu sagen, nicht anfassen, nicht die Finger reintun, nicht den Herd anfassen. Wenn das Kind aber nahe kommt und das tatsächlich tut, dann schreist du Stopp. Ja? Darüber habe ich auch schon in dem vorherigen Video gesprochen, über Nein sagen, wie man das tut. Das verlinke ich auch unten und ich hoffe, du findest da auch Informationen für dein Kleinkind. Also Informationen geben anstatt Befehlen, Anweisen. Mach bitte den Kleber zu. Kannst du Informationen geben? Der Kleber trocknet aus, wenn der Deckel nicht drauf ist. Bitte für ein älteres Kind, ja? Bitte schnall dich an. Ich werde dich jetzt nicht zu deinem Freund fahren, wenn du nicht angeschnallt bist. Kannst du deinem Kind sagen, die Gesetzeslage ist so, dass jeder angeschnallt werden soll, bevor wir überhaupt losfahren? Auch bei dem kleinen Kind wird es sehr gut funktionieren. Vor allem Kleinkinder kennen nicht so viel von dieser Welt. Und wenn du einfach Informationen gibst, beschreibst, die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass das Kind selber drauf kommt, was zu tun ist. Wir sind schon beim Punkt 6 und der ist auch cool. Beschreiben, was du siehst. Stell dir vor, du bist ein Sportreporteur und beschreibst das Fußballspiel, so wie das abläuft. Neutral. Einfach beschreiben. Ich sehe die Jacke, die gerade auf dem Boden liegt. Was sagt es deinem Kind? Ah, die Jacke muss wahrscheinlich aufgehängt werden. Ich sehe die Schuhe, die noch im Flur stehen. Das Kind kommt drauf, ah, ich muss die Schuhe aufräumen. Ich sehe die Holzblöcke, die hier verteilt sind, auch überall auf dem Teppich. Information für das Kind, ja, ich muss die Blöcke aufräumen. Und es ist viel, viel besser als Befehle. Mach das, mach dies, mach jenes. Das Kind wird nicht diese Resignation haben, dieser innere Widerspruch, wenn du ständig sagst, was zu tun ist, sondern beschreib, was du siehst. Ich sehe, dass du sehr frustriert bist und willst unbedingt mit diesem Spielzeug spielen. Aber momentan hat deine Schwester das Spielzeug. Es wird bald verfügbar sein. Warte bitte. Anstatt zu brüllen, nimm das Spielzeug nicht weg von deiner Schwester. Sie ist doch noch nur ein Baby. Und bei diesem Punkt ist es gut, Positives zu merken und zu beschreiben, was man
was das Kind bereits schon gemacht hat. Zum Beispiel, ich sehe, dass die meisten Holzblöcke aufgeräumt sind. Es sind nur ein paar übrig gebliebene und noch zwei Autos, die auf dem Teppich liegen. Also du beschreibst, dass das Kind fast das Ganze aufgeräumt hat, aber du siehst noch ein paar Sachen, die noch aufzuräumen sind. Anstatt zu schreien, bitte Hose anziehen, wir müssen doch jetzt rausgehen, kannst du beschreiben, was du siehst und sagen, ich sehe einen Junge, der bereits ein T-Shirt hat und ein Shirt angezogen hat und bald hat er noch die Hose drauf. Also du motivierst somit das Kind mehr, das zu tun, was zu tun ist, sprich Hose anzuziehen, ohne das negativ oder abwertend auszudrücken, zu sagen, du bist immer noch nicht angezogen, wir müssen jetzt los, wann ziehst du dich an, wie lange kann ich dir das nochmal sagen und. Das perlt alles ab. Diese Tiraden oder Lektionen, Vorträge, die wir unseren Kindern halten, das perlt alles ab. Die sind manchmal taub. Und ich erinnere mich, als ich selber ein Kind war, habe ich das auch nicht gemocht. Deswegen suchen wir hier nach anderen Möglichkeiten, wie wir unsere Kinder motivieren, wie sie uns zuhören und das tun, was sie tun sollen. Beschreibe, wie du dich fühlst. Es ist sehr wichtig zu sagen, wie du dich fühlst, anstatt das auf das Kind zu übertragen. Zum Beispiel, wenn du siehst, dass das Kind gefährliche Sachen tut, ja, bei uns ist es auch sehr oft der Fall, beschreibe ich, wie ich mich fühle. Ich habe Angst, wenn ich einen Junge sehe, der so hoch auf diesen Leiter klettert. Ich bin sehr frustriert, wenn ich sehe, dass ein Kind das andere schlägt. Das ist auch dein Gefühl. Als Mama bist du ja frustriert, wenn die Geschwister streiten. Und das ist sehr wichtig, dieses Fingerpointing zu vermeiden, zu sagen, du hast deine Schwester wehgetan, du hast deine Schwester verletzt. Schau mal, was passiert ist. Du kannst sagen, wie du dich fühlst. Ich bin sehr enttäuscht, wenn ich sehe einen Junge, der einem Mädchen wehtut. Du beschreibst dein Gefühl, das ist sehr neutral. Du sagst nicht, du bist derjenige, der deine Schwester wehgetan hat. Und es ist viel besser für das Kind, das zu verarbeiten. Anstatt zu sagen, schau mal, was für eine Sauerei du gemacht hast, kannst du einfach sagen, ich bin frustriert, wenn ich so viel Essen auf dem Boden sehe. Oder andere Situationen, wie aus diesem Buch, über das Buch werde ich nachher sprechen. Das Mädchen möchte Saft trinken und sie sagt, Mama, Saft! Und die Mama kann zweierlei reagieren. Mama kann sagen, du bist unhöflich. Das Mädchen kann natürlich sagen, nein, bin ich nicht unhöflich, du bist unhöflich. Kennen wir alle, ja, die Situation. Kannst du ihr sagen, ich mag nicht angeschrien zu werden, das gibt mir nicht das Gefühl, hilflos zu sein. Kannst du bitte höflich um den Saft bieten? Ich würde viel lieber hören, Mama, kann ich bitte etwas Saft haben? Du gibst dem Kind Wortschatz und Möglichkeiten, wie er sich ausdrücken kann auf andere Art und Weise. So, noch ein Tipp. Das habe ich selber nicht ausprobiert, möchte ich aber. Und zwar geht es darum, dass man eine Notiz schreiben kann. Auch für die Kinder, für kleine Kinder, die nicht lesen können, kannst du eine Notiz schreiben und dem Kind sagen, hier steht, ab 20 Uhr kein Lärm machen. Oder zum Beispiel Helm tragen. Ja, da haben wir das Problem beim Laufradfahren, verzichtet mein Sohn auf den Helm oft. Und da überlege ich, eine Notiz zu schreiben von dem Helm. Bitte trage mich jedes Mal, wenn du Laufrad fährst. Mit Liebe, dein Helm. Diese Notiz kann man dem Kind vorlesen, auf den Helm draufkleben und hoffentlich wird es funktionieren. Ich will das ausprobieren. Ja, probier das mal auch aus. Das ist ein Tipp aus dem Buch How to Talk So Little Kids Will Listen. Ich weiß es nicht, ob das Buch auf Deutsch übersetzt ist. Ich schaue mal nach. Und ich werde das einblenden. Sehr, sehr hilfreiches Buch, gerade so für Kleinkinder. Eigentlich steht hier für Alter zwischen 2 und 7 Jahre alt. Und das Buch hat so viele Beispiele und so viele Lebenssituationen und Beispiele, was man sagt, wie man das besser sagt. Und das ist sehr, sehr hilfreich. Empfehle ich sehr für jeden Eltern, der achtsam sein Kind erziehen möchte, ohne klassischen Weg mit Belohnung, Bedrohung, Bestrafung, Schrei.
Was eigentlich immer sehr kurzfristigen Effekt hat, Effekt für den Moment, aber langfristig helfen diese klassischen Tools, sage ich mal, nicht so wirklich. Und dieses Buch hat mich für dieses Video inspiriert, weil es sind so viele nützliche Tipps und ich wollte gerne diese Tipps mit euch teilen. Und der letzte Tipp ist einfach handeln ohne Wörter. Wenn all das, was ich euch erzählt habe, nicht funktioniert hat, wenn all diese Optionen und Tipps einfach nicht wirken, aber du musst jetzt zur Arbeit gehen, du musst jetzt in den Kindergarten gehen, du musst jetzt handeln, dann handelst du und als erstes akzeptierst du die Gefühle deines Kindes. Ich weiß, du bist frustriert, ich sehe, du bist frustriert und du möchtest überhaupt nicht jetzt von dem Spielplatz gehen, aber wir müssen jetzt nach Hause gehen, deswegen nehme ich dich jetzt fest und wir gehen nach Hause. Und wichtig ist, Gefühle des Kindes zu akzeptieren. Nicht verärgert sein, wenn das Kind sich weigert, was zu tun oder schreit. Es ist so, der ist frustriert und das Kind hat recht, diese Gefühle zu haben. Ich verstehe, dass du jetzt richtig frustriert bist, aber ich kann es nicht zulassen, dass du deine Schwester haust. Deswegen gehst du jetzt auf diese Seite und du gehst auf diese Seite und wir werden euch jetzt kurz trennen. Und sehr wichtig ist der Ton, ja, wie du das sagst. Oft verfallen wir in diese Situation, jetzt will ich drohen oder jetzt zeige ich dir. Hat man so einen, ja, man hat diesen Kampfmodus, ja, manchmal. Und es ist schwierig, ruhig zu bleiben und neutral zu bleiben. Ich kenne das. Und das spüren die Kinder. Die Kinder spüren viel besser alles, was du fühlst, wie du dich fühlst. Deswegen ist es wichtig, ein bisschen neutraler zu sein, die Gefühle zu akzeptieren, die Konsequenzen zu zeigen oder zu sagen, ist halt so, es gibt Situationen, wo du das einfach nicht anders machen kannst. Was ich gerne von dir wissen möchte, in welche Situation hast du die meisten Schwierigkeiten? Welche Situation mit deinem Kind bringt dich auf die Palme oder wo habt ihr diese Kämpfe? Schreib mir gerne in die Kommentare. Noch eine Bitte, wenn dieses Video hilfreich war, wenn du was Neues gelernt hast oder irgendwas gemerkt hast, was du gerne anwenden willst, setz mir die Daumen hoch. Das zeigt mir, dass dieses Video hilfreich war, dass ihr mehr zu diesem Thema sehen möchtet und ich kann euch mehr über positive Disziplin, es gibt so viele Situationen und Möglichkeiten, darüber zu berichten, wie wir mit unseren Kindern auf positive Art und Weise umgehen können und mehr Harmonie zwischen uns haben. Und ich hoffe, wir sehen uns bald. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Tschüss!